herzliches Willkommen. Wir befinden uns bei der Beziehungslegung und auch der Astrologie für Beziehung in der Woche KW 34. Das ist die Woche vom 22. bis 28. August 2022. Schauen wir mal, was uns alle da erwartet. Wir haben mit Merkur und Neptun eine Energie, die so ein bisschen die Wahrheit vorgaukelt, ja, so ein bisschen Augenwischerei betreibt. Merkur im Trigon zu Pluto, ja, Krebsmond zu Beginn der Woche. Es muss nicht alles wahr sein, was man hört. Und man muss auch nicht alles glauben, was einem vorgekaut wird. Merkur und Pluto wollen das genau wissen. Das heißt, diese Energie lässt den Einzelnen auch überprüfen, ob das so richtig ist. Die Sonne ist am Montag noch im Löwen und wechselt dann am Dienstag in die Jungfrau. Das bedeutet eben auch eine sehr pragmatische Erdenergie, die sehr auf Perfektionismus aus ist, muss man sagen, aber gut organisiert und auf Verlässlichkeit natürlich getrimmt. Dann haben wir ja am 24. dann den Uranus im Stier, der rückläufig wird, ja, und das bedeutet eben auch, dass der ein oder andere sich befreit fühlt, der andere das Bedürfnis hat, jetzt unbedingt was ändern zu müssen. Das ist unterschiedlich. Dann haben wir eben Merkur, der am 26. auch wechselt von der Jungfrau in die Waage. Und Sonne und Mars haben ab 24. bis in die nächste Woche eine sehr streitbare Energie. Also man muss aufpassen. Jungfrau Neumond am 27. sorgt dafür, dass man eben überkritisch reagiert. Da sollte man aufpassen. Dann haben wir noch Saturn und Uranus, Venus mit Uranus und auch Saturn, die dafür sorgen, dass man auf Sicherheit bedacht ist, aber gleichzeitig sich nicht sagen lassen möchte und so ein bisschen aus den Dingen ausbrechen möchte. Andererseits möchte man es wieder festhalten. Das ist so ein bisschen gegensätzliche Energie. Ich würde vorschlagen, dass man es sehr behutsam und sehr vorsichtig angeht in dieser Woche mit den Beziehungen und natürlich nicht ohne Überlegung daran geht. Also seid da bitte sehr achtsam. Vorsichtig, möglichst tolerant, die Sternzeichen mit der Neptun, rückläufig Energie, die sie schwächen, sollten eben auch nicht alles glauben, was sie hören, sondern den Dingen auf den Grund gehen. Schauen wir uns das jetzt einfach mal für den Einzelnen in den Karten an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind bei der Beziehungslegung für die KW 34. Das ist die Woche vom 22. bis 28. August 2022 für den Widder. Wir schauen uns an, welche Energien wir haben allgemein für den Widder und was du beachten könntest. Wir haben in dieser Woche den Wechsel der Sonne in die Jungfrau ab Dienstag und wir haben natürlich den rückläufigen Uranus ab Mittwoch. Und dann auch den Wechsel des Mars am Freitag. Also ich denke mal, mit Venus im Löwen kannst du gut was anfangen. Mit Sonne in Jungfrau weniger. Merkur im Waage passt auch ganz gut. Schauen wir mal, was wir haben für den Widder in dieser Woche. Wie ist die allgemeine Energie für Singles, genauso wie für Paare? Es geht darum, ja, wie ist die Energie in Beziehungen? Die Fünf der Stäbe. Fünf der Stäbe ist innere Unruhe, es ist Wettbewerb, vielleicht auch so ein bisschen, naja, man ist so ein bisschen streitbar, sagen wir es mal so. Thema zwischen dir und deinem Gegenüber. Deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Wie geht die Woche aus? Und was haben wir natürlich in dieser Woche für einen Zusatzhinweis oder vielleicht auch Lösungsansatz, je nachdem, um was es da geht. Was ist das Thema für den Widder in dieser Woche? Die Königin der Kelche. Königin der Kelche ist eine sehr fürsorgliche, liebevolle Energie. Also, dass man sich umeinander kümmert, um die Beziehung kümmert. Bei dir haben wir die Acht der Kelche. Du bist wahrscheinlich mit anderen Dingen beschäftigt. Und bei deinem Gegenüber haben wir die Neun der Kelche. Für jemanden bist du die Wunscherfüllung. Vielleicht weißt du das ja auch gar nicht, ne? Aber du interessierst dich, denke ich, schon dafür, wie sich dein Gegenüber fühlt. Wie geht denn die Woche weiter? Wir haben den Ritter der Schwerter. Also du preschst davon. Du bist vielleicht auch ein bisschen unüberlegt, ja,
Und hier haben wir den Knabe der Schwerter. Das ist ja Informationen austauschen und sammeln. Als Widder bist du natürlich auch immer für eine Überraschung gut. Aber vielleicht gehst du ja auch, wie gesagt, deine Wege und dein Gegenüber fühlt sich so ein bisschen vernachlässigt. Wir haben die Königin der Stäbe. Optimistisch, Ärmel hochkrempeln, dranbleiben. Und hier haben wir die 5 der Kelche. Also ich denke mal tatsächlich, dass sich in dieser Woche dein Gegenüber ein kleines bisschen vernachlässigt fühlen könnte. Wir haben die 3 der Münzen. Es wäre vonnöten, sich so ein bisschen mit seinem Gegenüber ja in einem Team zu verbinden. Also du musst ja nicht dein Gegenüber in alles mit einbeziehen. Aber das eine oder andere, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dein Gegenüber sich in Konkurrenz befindet, zum Beispiel mit deiner Karriere oder so. Vielleicht kannst du ein bisschen intervenieren, auf dein Gegenüber zugehen und diese Person auch versichern, dass alles in Ordnung ist. Oder auch vielleicht, dass dich die Person unterstützen kann. Das wäre eine ganz gute Idee, damit du eben auch, ja, oder damit dein Gegenüber auch merkt, dass er oder sie ja eine Rolle spielt bei dem, was du tust. Das wäre schon ganz schön. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, eine schöne Woche und sag bis bald.